Hallo alle zusammen, in diesem Video geht es um die Netzwerkkarte, um die weiteren Aufgaben. Aufgabe 1 und 2 habt ihr hoffentlich schon gemacht. Und jetzt geht es darum, was ihr eigentlich genau in Aufgabe 3 bis 6 machen sollt. Hier ist erstmal gleich die Lösung mit den ganzen Personen und Figuren, die so bisher in Otts Leben vorkamen, beziehungsweise in dem Buch in den paar Tagen vorkamen. Und wenn ihr da jetzt noch andere gefunden habt, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Könnt ihr auch mit reinnehmen. Aber Hauptsache so, die wichtigsten sind mit dabei, also mit denen er wirklich häufig zu tun hat. Also beispielsweise Schnuppi, der Hamster von Kine, der sollte auf jeden Fall mit drin sein, weil der später noch eine größere Rolle spielt. Aber beispielsweise Petter, der große Bruder, der spricht eigentlich nur einmal mit Ott in der Geschichte. Und ja, aber alle anderen, mit denen hat er schon öfter zu tun. Genau, also soweit solltet ihr sein. Natürlich noch mit einem schönen Bildchen dazu gemalt. Und als drittes schneidet ihr dann alle Kärtchen aus und legt sie erstmal auf ein DIN A3 Blatt. Das DIN A3 Blatt könnt ihr euch dann auch morgen, also am Montag, dann einfach mitnehmen. Genau, okay. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Jetzt digital, aber ich glaube, so kann man es auch ganz gut erklären. Und zwar ist das hier mein großes DIN A3 Blatt und hier rechts die Ablage mit den Namen. Und ich habe jetzt schon, wie auch bei Aufgabe 4 festgehalten, sortiere die Figuren in drei Gruppen: Familie, Schule und andere Personen und Tiere. Und das habe ich schon mal gemacht. Und zwar einmal Familie, Schule und andere Personen und Tiere. Das könnt ihr auch anders darstellen. Ich habe es jetzt bloß zur besseren Übersicht so jetzt dargestellt. Und als erstes packen wir natürlich erstmal Ott in die Mitte und dann nehmen wir uns die anderen Personen alle einzeln vor. So, zum Beispiel haben wir Nussi, Otts Kuscheltier, den würde ich eindeutig zur Familie stecken, auch wenn es jetzt keine lebende Person oder ein Tier ist. So, Bjarne, der Mitschüler von Ott, ist definitiv zur Schule. Und Rolf, der Tierpfleger im Aquarium, der gehört zu den anderen Personen und Tieren. Okay, weiter ging es bei Aufgabe 5, nämlich das Aufkleben und Verbinden. Also wenn ihr euch sicher seid, dass die Personen zu diesen Gruppen gehören, könnt ihr sie aufkleben. Bitte achtet darauf, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg rumstehen. Also beispielsweise, dass die direkt voreinander sind, sondern alle sollten, sag ich mal, ein freies Feld auf Ort haben, weil ihr müsst sie ja gleich miteinander verbinden. So, und in der Aufgabe heißt es ja, dass man sie miteinander verbindet und bestimmte Sachen dann an den Pfeil schreiben soll. So, an jede Linie kannst du Stichpunkte schreiben, Aufgabe 5. Und bei Aufgabe 6 male die Linien in verschiedenen Farben an. So, da kann man sich natürlich auch gleich die Farben überlegen, wie man die verbindet. Das ist natürlich auch möglich. Und zwar überlegen wir jetzt, stehen die eher positiver Verbindung, negativ oder neutral. Neutral heißt sowas wie weder positiv, weder negativ. Und dann starten wir einfach mal gleich bei Nussi. So, ich glaube, da ist es eindeutig, nämlich grün, also eine rein positive Verbindung zwischen den beiden. So, alles klar. So, Bjarne, der Mitschüler von Ott, so, der ärgert ja dauerhaft Ott, also auf jeden Fall eine rote Linie. Und Rolf, der Tierpfleger im Aquarium, auch eine komplett positive Verbindung. Also man merkt schon, dass Rolf auf jeden Fall Ott mag oder eigentlich auch da alle Schüler mag und super sympathisch und nett zu allen ist. Aber Ott ihn halt auch als großes Vorbild sieht und deswegen fangen wir da jetzt auch gleich mit den kleinen Stichpunkten an. Also am besten, ja, könnt ihr sie direkt dran schreiben oder halt so, wie das Blatt ist. Also Ott sieht Rolf als Vorbild, findet ihn cool. Sowas könnte man zum Beispiel reinschreiben.
Und jetzt kann man gleich überlegen, von wem geht denn diese Beziehung mehr aus? Geht sie mehr von Ott aus oder mehr von Rolf? Und da würde ich sagen, Rolf ist ja da als, also macht ja diese Führung da im Aquarium für alle Kinder. Dementsprechend geht das Ganze ja von Ott aus. Also Ott findet ja Rolf toll und nicht umgekehrt, dass Rolf ganz viel mit Ott zu tun haben will. Und dementsprechend, ups, machen wir den Pfeil mal in der Richtung von Ott. Also von Ott ausgehend zu Rolf. Gut, dann machen wir doch gleich mit Bjarne weiter. So, da können wir auch gleich die Richtung überlegen. Von wem geht das Meer aus? Und da ist es, glaube ich, eindeutig, dass das von Bjarne ausgeht. Also ich glaube, Ott hätte sonst gar nichts mit Bjarne zu tun, aber der ärgert ihn halt die ganze Zeit. Und dementsprechend schreiben wir da dann auch dran. Ärgert Ott. Kann man natürlich auch noch mehr machen, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dann gehen wir mal von Nussi aus. So, da ist es, glaube ich, auch eindeutig, von wem da die Beziehung ausgeht, weil Nussi ist ja nur ein Kuscheltier, also kann ja selbst nichts unbedingt machen. Deshalb geht das von Ott aus. Ott liebt Nussi. So, mal ganz einfach dargestellt. Ja, aber man merkt ja schon, dass er da Nussi sehr gerne hat und ihn auch immer um sich braucht. Okay, so funktioniert das. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und probiert es mal mit den anderen Figuren. Ja, ich merke gerade, dass wahrscheinlich dann, wenn hier die 14 Personen sind, es doch etwas unübersichtlich wird. Deswegen vielleicht diese bunten Kreise weglassen und einfach nur in die Mitte groß Schule schreiben oder mit einem dünnen Stift einmal so Kreise machen sozusagen. Ja, also versucht es, die Linien vielleicht auch in Lineal zu ziehen, dass das Ganze noch übersichtlich wirkt und man auch noch einiges erkennen kann. Alles klar, das soweit dazu. Viel Erfolg und viel Spaß.